Oh. Bauen wir jetzt wirklich dieses Handelsdepot? Es wäre nicht teuer. Bauen wir das einmal her da. Oder? Einfach mal zum Checken, ob sich das lohnt. Wir brauchen 180 Eisen, sag ich schon. Dinger und 10 andere. Das bauen wir mal dahin. Geringe Lebensmittelversorgung, nur noch 9 Monate. In 0,3 Monaten haben wir Essen. Das sollte also machbar sein. Und die hier auch in 0,3 Monaten. Das ist ja machbar. 8 Monate Vorrat. Gut. So, was haben wir noch neu dazu bekommen? Ein Wartungsdepot. Bauen wir das jetzt schon? Das braucht 25 kW, das haben wir eh noch nicht. Ein Dieselgenerator, den können wir schon mal bauen. Den brauchen wir aber noch nicht anschmeißen. Ach, der braucht Diesel, gell? Dann bauen wir ihn gleich dahinter. Das war hier, wenn wir hier die Dieselproduktion hinbauen, dann würde ich sagen, stellen wir den Dieselgenerator mal. Dahin. Aber den passieren wir. Oder bauen wir den jetzt schon? Na, ich glaube, den lassen wir noch. Den bauen wir jetzt einfach mal so hin. Und wir müssen uns da mal so kleine Schneisen durchreißen hier. Kann man das wieder wegmachen? Ah, nee, die rechte Maustaste kann ich das wieder entfernen. Das ist ja geil. Okay, das ist cool. Aber. Ach, die liefern das gleich hin. Hoschpa, vielen Dank für den Look. Ach, die liefern das hin, auch wenn ich das auf Pause setze, weil da unten wird es noch mehr Baupause. Aha, alles klar. Das war natürlich blöd. Also, was ist jetzt mit dem Essen? Ernte 0,1 Monaten. Fruchtvoll geplant. 6 Monate Vorrat. Ich hoffe, das Essen kommt jetzt gleich. Wer schon komme? Wer schon komme? Alles klar. Der zweite Bagger ist already. Den könnten wir gleich mal dahinter schicken, damit uns der Eisen abbaut. Warum kommt das nicht? Zeitraum bis zur Ernte der Gewächse, solange genug Wasser vorhanden ist. Ansonsten wird es zu einer Verzögerung kommen. Fuck. Grundwasserspiegel. Die Pflanze braucht Wasser zum Wachsen und das Wasser füllt sich während des Regens. Da ist er ja, Gott sei Dank. Ah! Das war jetzt aber wirklich close, gell? Das war jetzt echt close. Ja, Wasser, du brauchst. Wasser, ich habe ihn. Du sagen wir jetzt gleich mal. Ach, der liefert nichts her, weil wir eh noch Kohle haben. Alles klar. Eisen haben wir auch. Das ist auch noch in Ordnung. Essen, Gummi, Eisen. Okay. So, wie gepasst, gell? Betonherstellung. Research complete. So, jetzt passen wir ganz kurz auf. Die Wartung, Dieselgenerator, Wartungsdepot müssen wir noch bauen. Und dann braucht man einen Betonmischer, einen Brecher und Regenwassersammler. Okay. Was ist das Ziel vom Spiel? Das Ziel vom Spiel ist in der Tat, was ich gelesen habe, eine Rakete zu bauen. Ne? Und da oben dann eine Space Station, also wirklich eine Weltraumstation aufzubauen, dort den Weltraum zu erforschen
und irgendwie ein Wurmloch zu finden. Keine Ahnung. Das ist so zumindest das Endziel dieses Spiels. Und ich glaube, im Early Game ist es auf jeden Fall A, zu schauen, dass die Ressourcen hier nicht ausgehen und B, uns die Scheiße hier nicht verhungern. Das ist vielleicht eigentlich ganz unwichtig. Und ansonsten ist es eigentlich ganz gechillt, hier eine Automatisierung aufzubauen. Und ich glaube, also Early Game ist Ressourcen schauen, dass die passen, die Leute nicht verhungern. Und weiteres Early Game Ziel oder Mid Game Ziel ist auf jeden Fall, dass die Ressourcen nicht ausgehen. Weil da habe ich eigentlich schon ein bisschen Angst, dass die Ressourcen irgendwann weg sind. Jetzt können wir einen Brecher bauen. Der Brecher kann. Ah ja, das ist zum Beispiel auch geil. Du gehst hier hin und sagst, du hast Kohle oder machst geschmolzenes Eisen. Mit rechter Maustaste geht dann eben auf, wie stellst du geschmolzenes Eisen her? Die Produktion. Zerkleinertes Eisen, Kohle, Kalkstein, um Gottes Willen. Und was verbrauchst du? Also, was kannst du dafür benutzen? Das ist schon echt geil. Das ist schon echt, echt geil. Und jetzt lass uns dann hier mal einen Regenwassersammler hinklatschen. Damit wir da ein bisschen was sammeln. Oder bauen wir den da hin oder da hin? Ich glaube, wir bauen den mal da hin. Alternativrezepte kennt man woher. Ja, das ist echt brutal, Dorfromantiker. Die Anlehnungen zum Beispiel an Betonmischer. Aber den brauchen wir jetzt sowieso noch nicht. Ich würde sagen, wir bauen es dann. Also wir können hier Eisenerz und Kohle, geschmolzenes Eisen. Und aus geschmolzenes Eisen bekommen wir Schlacke. Satisfactorio, ja, aber es ist halt wie im echten Leben, gibt es immer eine Alternative. Das stimmt ja. Da produzieren wir dann in der Tat Schlacke und Schlacke. Der macht aus Schlacke zerkleinerte Schlacke. Was können wir dann damit machen? Aus zerkleinerte, das können wir irgendwo hinkippen oder in den Betonmischer reinstopfen. Okay, dann fahren wir durch das einmal. Irgendwie so her, oder? So her. Müsste auch mal wieder einen Entschlackungskurs machen. Das stimmt, ja. Geht mir auch so. Wundert mich nicht wirklich, dass immer mehr in der Art rauskommt, wenn etwas gut ankommt, wie Satis operiert. Ja, wobei Factorio war vor Satis, oder? Aber im Prinzip hast du schon recht. Es geht da viel. Überskopieren. So, den Brecher haben wir und da geht jetzt quasi die Schlacke rein. Die zerkleinerte Schlacke. Und die zerkleinerte Schlacke, die brauchen wir dann jetzt für. Das Wartungsdepot müssen wir noch bauen. Haben wir jetzt alles. Also Essen ist da. 19 Arbeiter haben wir auch noch. Der hat keinen Strom. Den schalten wir sowieso mal auf Pause. Dann können wir eigentlich hinten den Dieselgenerator schon mal anschmeißen. Never change a running system. Ja, ich weiß. Wie weit stehen wir denn jetzt da eigentlich? Was wird momentan gemacht? Ah, Diesel ist gleich fertig. Dann können wir nämlich das machen. Dann kommt die Kupferveredelung. Und dann kommt die Zementherstellung. Let's go! Ich persönlich da eh nicht wirklich einen großen Vergleich mit Satis machen würde. Für mich sind die schon sehr verschieden. Ja, du, das ist. Ich würde es auch nicht vergleichen. Es ist einfach wieder ein Mix aus allen anderen Spielen, wo man machen kann. Bergbau, Logistik, Eisen. Wir können jetzt auf jeden Fall eine Ölpumpe bauen. Ich stelle jetzt mal dahin.
So, die machen wir jetzt mit Pause. Aus dieser Ölpumpe machen wir eine Distillerie. Da brauchen wir auch Kohle dann dazu. Jetzt pass auf, die macht 12 in 60 Sekunden. Und er braucht 36 in 60 Sekunden. Okay. Das heißt, eigentlich brauchen wir 2. Aber hey, dann geht es halt ein bisschen langsamer. Und der macht quasi Diesel, Abwasser und Abgas. Abgas wissen wir. Da brauchen wir wieder so einen Schornstein. Den bauen wir gerne wieder direkt. Kann ich den direkt dran matchen? Oh, den kann ich direkt dran bauen. Das ist geil. Das ist allerdings wirklich cool, dass ich den Schornstein direkt dran snappen kann. Oh, Tutorial Dieselproduktion. Sie können Diesel herstellen, indem Sie Rohöl in eine einfache Destillerie. Es wird auch angezeigt, wenn Sie mit dem Bau der Ölpumpe beginnen. Okay. Später im Spiel werden Sie andere Teile der Weltkarte Ölvorkommen finden. Okay. Das heißt, dass Sie wahrscheinlich dann auch Ölbohrinseln im See oder weiß der Geier wie. Um sie zu finden, müssen Sie Ihr Schiff benutzen, um die Umgebung zu erkunden. Okay. Abfallprodukte. Die Dieselproduktion ist kein sauberer Prozess. Ja, das ist klar. Sie erzeugt giftige Gase und Flüssigkeiten. Gase können über einen Schornstein freigesetzt und Flüssigkeiten mit einem Abwasserrohr ins Meer geleitet werden. Das hat sie verpasst, Harry. Geil. Dann werden wir uns dabei ganz dezent hier ins Meer bedienen. Okay, wo ist der Ausgang? Hier. Ah, das snappt gleich direkt. Nice. Mit Steuerung, glaube ich, kann man es so machen. Genau. Okay. Und dann müsste es eigentlich von hier... Ach, kann man das nochmal verschieben? Kann man das... dein Ordnernase, kurze Frage. Kann ich gebaute Objekte irgendwo hin verschieben oder muss ich die wirklich abreißen? Aber das wäre geil, wenn man die verschieben könnte. Wir haben noch Essen. Wir haben Sprit noch. Ein bisschen auf die Ressourcen schauen. Wir haben nur noch 18 von diesen komischen Dingern. Dann können wir den schon mal aktivieren. Ein Dieselgenerator. Und... kann ich diesen Diesel auch zwischenlagern? Abwasserrohr, Schornstein, Flüssigkeitsspeicher. Hervorragend. Weil dann kann man den dran. Ach, fuck. Okay. Dann bauen wir den aber gleich. Ach so. Rohrleitung, Diesel. Daran. Dein Chat geht nicht irgendwie. Okay. Und dran mit der Luzi. So, dann bekommt der Dieselgenerator Strom. Okay, also abreißen geht immer. Aber verschieben kann man nicht. Das ist schade. Das ist äußerst schade. So, dann haben wir jetzt dieses Zeug auch fertig. Also Sprit ist gedeckelt. Eisen haben wir auch. Kupfer kommt als nächstes dran. Und Beton dann auch. Warum bauen die nichts? Ah, die bauen schon. Die haben 6. Die haben 31 Lagern. Da drehst dich das Rad und er versucht Verbindung zum Chat herzustellen. So. Und kann der was? Ah, der stellt auch schon Wartung her. 5% Wartung. Okay. Das passt auch. Eisenerz bekommt er, Kohle bekommt er. Haben wir Eisenerz? Wahrscheinlich nicht, oder weil da noch kein
kann ich den auf Pause setzen? Jetzt ist er pausiert, ne? Weil ich würde das erst abbauen, wenn wenn ich das habe. Reicht mir das dann? Weil ich habe dann das hier, aber die Schlacke muss irgendwie raus. Okay, das müssen wir mal schauen, ob das funktioniert. Gut, was Kupferveredelung ist das nächste, was wir dann haben. Und dann haben wir die Zementherstellung. Und dann bauen wir Konstruktion 2 oder eine Tankstelle. Förderstreckenabstimmung. Ach du Scheiße. Es seid jetzt lässt grüßen, oder? Ausgleichsrohr, Verteiler für Geschmolzenes, flacher Verteiler, U-förmiges Verbindungsstück. Alter Schwede, dann kommen wir schon da rein. Fortschrittlicher Diesel. Okay. Oder Schiffsdocker. Nein, ich glaube, wir holen uns zuerst Arbeiter. Und nach den Arbeitern bauen wir die Schiffsdockreparatur und nach der machen wir die Konstruktion 2. Richtig? Auf dem anderen Rechner geht's. Okay. Finde ich gut. Finde ich super. Noch eine Frage im Chat. Musik ist so in Ordnung, oder? Und dann, wenn wir das haben, dann möchte ich die Förderbänder haben. Gut. Wir haben 90 Bewohner, 35 Monate haben wir noch Vorrat. Nächste Happy gibt es in 0,8 Monaten schon. Das ist cool. Das ist extrem cool. Passt, alles klar. Danke dir bei der Null. Alter Schwede, das ist aber echt geil jetzt. Der braucht noch Konstruktionen. Und wie schaut's aus? Sind fast fertig. Der braucht eh nichts dafür. Der braucht Strom. Den stellen wir hier. Den Schlackenheini, den könnte man auch schon mal anschmeißen. Dann sollten wir jetzt hier 50 kW haben, oder? Okay, da kriegen wir nichts. Eigentlich warten die auf Eisen, oder? Nee, Eisen geht eigentlich. Eigentlich lassen wir das einmal so. Ich glaube, das lassen wir jetzt wirklich einmal so. Ja, da oben, der macht auch Pause. Dich machen wir auch auf Pause. Dann haben wir wieder 5 Arbeiter verfügbar. Was können wir hier machen? Trade with the village. Oh. Das ist eine friedliche Siedlung. Kann ich dann mit. Wir müssen alle benötigten Materialien auf unser Schiff laden und es auffordern, alle Materialien an dieses Ort zu liefern. Oh, nein, scheiße. Abbrechen. Wie kann man es abbrechen? Handeln. Sie haben nicht genügend Produkte zum Handeln. Laufen lassen, okay. Sie haben nicht genügend Produkte zum Handeln. Das heißt, ich müsste wahrscheinlich zuerst mal so ein Stückgutlager einbauen. Ja gut, aber jetzt machen wir das erst einmal. Und dann checken wir die Lage. Aber gebaut haben wir es einmal. Jetzt kommt dann die Kupferveredelung dran. Das heißt, wir müssen eigentlich gleich mal da hinten uns eine Kupferveredelung hinzimmern. Irgendwie, dass wir da Platz bekommen. Was blau macht gelb, ja. Ein Bergbaukontrollturm. Check. Das passt. Ne? Jetzt müssen wir ein bisschen editieren. Ich möchte gerne von hier. So. Okay,
Das war übrigens Nummer 4 von 5. Für Kupfer brauchen wir dann Bagger. Also Eisen ist doch echt der Issue momentan, gell? Ich überlege, eine zweite Schmelze zu bauen. Ich glaube, das machen wir auch. Wenn ich es finden würde. Dieselgenerator, Hochofenmetalllegierung. Ich glaube, wir bauen da eine zweite. Dann können wir quasi mit dem zweiten, das schaut aus wie eine Nase, das Ding, gell? Mit dem zweiten kann man das schon anschließen? Nein, das muss jetzt gebaut werden. Und da ist die Schlacke und die geht dann hier so raus und geht dann da rein. Ja, es wird schon passen. Ausrufezeichen Topmods. Okay, wir haben wieder 39. Das bedeutet, das können wir jetzt mal bauen lassen. Warten auf Materiallieferung. Das müssen wir jetzt ein bisschen priorisieren, weil wir brauchen jetzt dann allmählich ein bisschen an Sprite. Okay. Anyway, Bagger haben wir gesagt, bauen wir, oder? Ja, Bagger wird gebaut. Perfekt. Da müssen wir. Oh, das ist auch schon fertig. Geil. Und dann zimmern wir uns da hier. Kupferfädelung ist fertig. Ne? Das ist just in time. Bin ich deppert jetzt? Das rein und dann bauen wir uns mit Z kann man das auswählen. Hier wieder so einen kleinen Haufen hin. Streitet oder nicht? So. Mit einem Hochofen. Machen wir Kupfer. Kupfererz und Kohle ist geschmolzenes Kupfer und Schlacke. Scheiße, Kohle, wir brauchen noch eine Kühlerei dann da, gell? Alter Schwede. Okay. Also, eine Kühlerei. Die kommt hier hin. Die Kühlerei macht dann einen Hochofen. Hochofen, der kommt. Kann man spiegeln? Ach so. Ich kann das nicht so. Dein Ohr und also kann ich das auch drehen? Oder in sich spiegeln? Also, ich. Also, kann ich jetzt, so wie es jetzt ist, kann ich da den Schornsteinausgang auf die linke Seite nach oben haben? Also bei F kann ich es ja nur so. Oh, jetzt geht's! Hey, das ging gerade nicht. Ich schwöre. Oh, das ist aber geil. Oh, das ist aber richtig cool, dass man es so auch spielen kann. Alter Schwede, das ist aber voll geil. Jetzt kann ich mir meinen Schornstein da herzimmern. Den kann ich gleich direkt da dran pappen.
Und mit dem Rohr. Wo ist mein Rohr? Ah, hier. Mit der Rohrleitung gehe ich quasi so dran. Bauen kannst du immer, auch wenn das Gebäude noch nicht fertig ist. Okay. Alter, das ist ja voll geil. Okay, das heißt, wenn wir jetzt das Kupfererz bauen und er macht uns Kohle, der macht uns 6 Kohle und der braucht 12. Also brauchen wir 2 Kühlereien. Ja, wobei, so viel Kupfer brauchen wir jetzt am Anfang eh nicht. Das können wir immer noch adjusten. Jetzt haben wir hier Kupfererz. Und was haben wir da mit Kupfererz? Ach, deshalb war das vorhin gemeint, so mit diesem Dingsbums da, oder? Okay, die kann man hier Schlacke abfahren. Was habe ich dann davon, wenn ich das habe? Scheiße, jetzt bin ich lost. Kupfer, Elektro. Na, Metalllegierung braucht man. Okay. Trottel. Eine Metalllegierung. So. Und die Metalllegierung macht dann mit 12, 12 und hier kommt raus 24. Und aus der Metalllegierung, Gott, ist das kompliziert, brauchen wir die komische Elektrolyse. Und die Elektrolyse, die braucht auch Wasser. Das heißt, wir müssen da rechts irgendwo noch Wasser hinstopfen. Leuchtfeuer ist quasi das nächste nach der Zementherstellung, was kommt bei. Deswegen passiere ich jetzt mit dem ganzen Schotter, sonst haben wir keine Mitarbeiter mehr. Und hier brauchen wir dann quasi. Alter Schwede, ist das riesig. Oh, nein, das passt da nicht hin. So. Und die Kupferelektrolyse, die bauen wir dann irgendwie so hin. Oder bauen wir es, nein, bauen wir es so hin, oder? Oh ja. So her. Okay. Okay, dann haben wir hier die ganze Kupferfertigungsgeschichte auch gebaut. Und der Bagger, der steht auch schon bereit. Wie unordentlich. Okay, bitte Bagger liefern. Der macht Sprit, oder? Oh mein Gott, da haben wir auch schon Sprit herin. Geil. Okay, also Sprit läuft auch. Dann können wir ihm gleich sagen, er soll hier ein bisschen Sprit voll halten. Ich würde auch mal so sagen, so 16 sollten immer hier vorne drin sein.